Hallo Mädels und Jungs, willkommen zu einem neuen Video von Eddie. Ja, meine Kathi steht hier eingewintert, trocken und ein wenig warm. Hier oben sieht man auf dem Topkiss habe ich das Ladegerät abgelegt. Das links oben über eine Internetschaltung ein- bis zweimal die Woche die Batterie wieder auflädt und dann auf Erhaltungsladung geht. Dauerladen halte ich nicht für notwendig, weil dass der Batterie sicher nicht gut tut. Ansonsten reicht vollkommen, wenn man sie ein- bis zweimal in der Woche, also maximal einmal in der Woche, auflädt. Ja, was ihr hier daneben stehen seht, diese Säcke hier, diese blauen, ist mein Holz zum Heizen. Ich habe leider keine andere Möglichkeit mehr gehabt. Also muss ich meine Kathi den Raum mit ein bisschen Holz teilen, Holzscheit. Ja, und wenn ich gewusst hätte, dass das Wetter so warm bleibt, wie es zurzeit ist, hätte ich sie nicht eingewintert, sondern wäre mit ihr noch ein bisschen weitergefahren. Wir bekommen bis Weihnachten noch in etwa 16 Grad, 14 bis 16 Grad, also eigentlich fast ideales Motorradwetter, leider etwas feucht, aber ja, das kann man verschmerzen. Im Frühjahr bekommt sie dann noch neue Schuhe, weil mein Hinterreifen leider durch die Pendelfahrt eher ein wenig gerade abgefahren ist und ja, ich dann halt auf einen neuen umsteige, vorne und hinten, und ich liebäugle momentan mit einem Tucobound-Reifen, also mit härterer Mischung in der Mitte und weicherer auf der Seite, damit er nicht wieder etwas gerade abgefahren wird, wenn ich öfters meine Pendelstrecke fahre. Und meine Pendelstrecke sind ja doch knapp 130 Kilometer eine Strecke. Ja, das war's einmal. Und wünsche euch, wenn ihr durchfahrt über den Winter, natürlich das eine, oben bleiben.